Wir haben uns entschieden, diesmal über die Schweiz und Südfrankreich nach Spanien zu fahren und wollen zunächst ein paar Tage am Genfer See verbringen. Also geht's los, wir fahren zunächst nach Montreux und nach zwei Tagen weiter nach Lausanne. Aufgrund des schlechter werdenden Wetters entscheiden wir uns, nicht nach Genf und Grenoble zu fahren, stattdessen geht's nach Avignon weiter. Von hier aus fahren wir nach zwei Tagen weiter nach Metz in Südfrankreich und anschließend in die Camargue nach Saint-Marie-de-la-Mer. Unsere erste Station in Spanien wird dann Empuria Brava an der Costa Brava sein und anschließend Mont-Roig in der Provinz Tarragona. Danach geht's weiter nach El Palmer bei Valencia. Zunächst fahren wir nach Villeneuve in der Nähe von Montreux, am südöstlichen Ufer des Genfersees. Bei wirklich herrlichem Wetter machen wir eine Radtour entlang des Genfersees nach Montreux. Die Promenade ist wunderschön und sehr gepflegt. Die Musikstadt Montreux hat sich im Laufe der Jahre zu einer der bedeutendsten Touristenorte der Schweiz entwickelt und hat sich einen Namen als Festivalstadt gemacht. Wir haben uns für den Campingplatz Horizon Bleu in Villeneuve bei Montreux entschieden. Der Platz war recht eng und ist mehr oder weniger von den vielen Dauercampern geprägt. Wir verzichten daher auf eine Stellplatzbeschreibung. Die Umgebung von Villeneuve ist wirklich eine Augenweide. Überall wunderschöne Blicke auf die reizvolle Landschaft. Die Wasserburg Schloss Chillon, dessen Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen, erhebt sich majestätisch am Ufer des Sees. Einen atemberaubenden Blick haben mit Sicherheit die Gleitschirmflieger, die von Saint-Chaud aus in 1400 Meter Höhe oberhalb von Villeneuve aus starten. Der Naturpark in Grandjette mit seiner reichhaltigen Vogelwelt ist durchaus sehenswert. Wir fahren jetzt 50 Kilometer weiter nach Westen zum Campingplatz Vidy in Lausanne. Es ist ein schöner, gepflegter Platz mit recht großen Parzellen.
Für unsere Kurtaxe in Höhe von 2,60 Franken bekommen wir die Tickets zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Das nutzen wir auch aus und fahren mit dem Bus in die Innenstadt. Mit der bisher einzigen U-Bahn der Schweiz, die zwei Linien hat, geht es steil den Berg hinauf in die Altstadt von Lausanne. Lausanne, die Hauptstadt des Kantons Waadt, ist die viertgrößte Stadt der Schweiz und unter anderem Sitz des Olympischen Komitees und nennt sich daher Olympische Hauptstadt. Bei einem Spaziergang durch die engen, steilen Gassen der Altstadt gibt es immer wieder schöne Gebäude zu entdecken. Viele schöne kleine Restaurants und Cafés gibt es hier, rund um das Rathaus mit seinem beeindruckenden Glockenturm. Überall am Ufer des Genfersees hat man einen herrlichen Blick auf die Schweizer Alpenwelt. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Da das Wetter in der Schweiz nicht so wollte, wie wir es gerne gehabt hätten, sind wir kurz entschlossen nach Avignon in die Provence gefahren und haben uns die beeindruckenden Papstpaläste aus dem 14. Jahrhundert angeschaut und haben uns teilweise angesichts der monumentalen Bauwerke wie im Mittelalter gefühlt. Die schöne Altstadt von Avignon mit seinen malerischen Gassen und gemütlichen Restaurants vermitteln bereits ein typisches mediterranes Flair.
Maize am nördlichen Ufer des Bâton de Thau, einer 18 Kilometer langen Lagune an der westlichen Mittelmeerküste Frankreichs, haben wir Stationen gemacht und unter anderem den Wochenmarkt besucht. Die Bewohner von Maize leben hauptsächlich von der Auslandsluft, vom Weinbau und vom Tourismus. Wir fahren jetzt rund 100 Kilometer weiter nach Saint-Marie-de-la-Mer, mitten in den Nationalpark Camargue, in der Provence, ganz im Süden Frankreichs. Hier haben wir einen Platz auf dem Campingplatz La Brise de Camargue gebucht. Es ist ein schöner, weitläufiger, großer Platz, direkt am Mittelmeer gelegen. Von jetzt an lagen die Wassertemperaturen bei etwa 20 Grad, sodass man durchaus im Meer schwimmen konnte. Von hier aus machen wir Ausflüge in den Naturpark der Camargue und sind absolut beeindruckt von der typischen wasserdurchfluteten Landschaft und von den tausenden Flamingos, die hier wild leben. Wir können Flamingos bei der Landung beobachten und sind immer wieder fasziniert von diesen imposanten Tieren. Selbstverständlich tummeln sich hier auch Störche, Reiher, Enten und jede Menge Möwen in freier Wildbahn. Allerdings sind die vielgerühmten Wildpferde und Stiere längst auf Weiden eingepfercht. Das kleine Städtchen Saint-Marie-de-la-Mer mit seiner aus dem 12. Jahrhundert erbauten Kirche Notre-Dame de la Mer ist durchaus sehenswert und hat wunderschöne malerische Ecken. Allerdings ist der Ort auch sehr stark touristisch geprägt.
Nach anderthalb Wochen erreichen wir nun nach rund 280 Kilometer unser erstes spanisches Etappenziel an der Costa Brava in Empuria Brava. Hier stehen wir auf dem Campingplatz Laguna direkt in der ersten Reihe am Meer und genießen das herrliche Wetter bei Temperaturen um die 25 Grad. Wir besuchen das mittelalterliche Städtchen Castello d'Ampurias mit seiner gotischen Basilika Santa Maria, die unter dem Namen Cathedral d'Empordà bekannt ist, obwohl die niemals den Status einer Kathedrale hatte. Der zweite Teilort ist Empuria Brava, ein 1960 gegründeter Ferienort direkt am Strand. Charakteristisch für das Ortsbild ist ein gitterförmig angelegtes Netz aus befahrbaren Kanälen mit insgesamt 30 Kilometer Länge und ca. 5000 Schiffsanlegeplätzen. Die meisten Häuser verfügen über einen direkten Zugang zu den Kanälen und Schiffsanlegern. Das ist einzigartig in Europa. Auch hier waren sämtliche Wasseraktivitäten möglich. Die Wassertemperaturen lagen bei anfangs 20 Grad. Und ist es schön? Wir fahren die Küste entlang, weiter nach Süden. Und erreichen nach weiteren 265 Kilometern unseren nächsten Halt, den Campingplatz Oasis Mar in Montroig del Camp in der Provinz Tarragona. Den Platz haben wir bereits im letzten Jahr kurz vorgestellt, wollen ihn aber noch einmal etwas ausführlicher beschreiben. Mit dem Fahrrad fahren wir bei starkem Gegenwind in das 120 Meter hochgelegene mittelalterliche Städtchen Montroig del Camp. Das ist geprägt durch die große Kirche San Miguel Arcangel, die wegen ihrer Größe auch Kathedral von Baix Camp genannt wird. Der spanische Maler und Bildhauer Juan Miró lebte mehrere Jahre in Montroig, der Heimat seiner Herkunftsfamilie. Er schuf dort auch eine Reihe von Kunstwerken.
Je weiter wir nun nach Süden kamen, umso wärmer wurden die Temperaturen an Land und im Wasser, sodass alle Aktivitäten im Wasser möglich waren. Unsere nächste Station ist der 250 Kilometer entfernte Campingplatz Devesa Gardens in El Palmar, der uns unter anderem als Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung von Valencia dient. In El Palmar haben wir uns die riesigen Reisfelder und die Kanäle angeschaut. Leider war die Luft in dieser Gegend durch das Abbrennen des Reisstrohs so stark mit Rauch durchzogen, dass das Atmen schwer fiel. In Spanien werden auf den Feldern überall die Abfälle aus der Landwirtschaft verbrannt. So wie es bei uns auch vor ein paar Jahrzehnten noch war. In Valencia, der Hauptstadt der Valencianischen Gemeinschaft und der Provinz Valencia, haben wir uns natürlich die Markthalle des Mercado Central angeschaut. Diese Markthalle erstreckt sich auf über 8000 Quadratmeter. Ihre Struktur besteht aus eisernen Säulen, die an den Eiffelturm erinnern. Sie ist mit Kacheln und Glasmalereien dekoriert. Weshalb sie ein absolutes Schmuckstück ist, man sollte sie unbedingt besichtigen. Dieses Gebäude muss man einfach genießen. Nicht nur architektonisch, sondern auch die Lebensfreude, die Farben, die Aromen und die Geschmäcke, die einzigartig sind. Dieser Ort der venezianischen Gastronomie besteht aus über 1200 Marktständen.
mit viel frischem Gemüse und Obst, vor allem Orangen, Tomaten und Bohnen, aber auch Fleisch, Käse, Meeresfrüchte und Fisch, Gewürze und Trockenfrüchte und noch viel, viel mehr. Valencia ist mit seinen rund 800.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Spaniens und wurde 138 v. Chr. Von den Römern gegründet. Die zahlreichen, prächtigen Gebäude der Stadt beeindrucken jeden Besucher. In Valencia herrscht ein angenehmes Mittelmeerklima mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 18,3 Grad Celsius. Soweit nun der erste Teil unserer Herbstreise 2022. Es folgen Berichte über die einzelnen Campingplätze und im zweiten Teil erzähle ich dann, wie es weiter nach Süden geht und anschließend wieder zurück. Bis hierher vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei den folgenden Beiträgen. Dankeschön.